clear the garage, please. Car ready to leave. Everyone ready? Okay, let's go. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Ritter, Verstappen und Charles Leclerc. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Wir befinden uns am Ufer des Roten Meeres und am Fuße des Hejaz-Gebirges, wo sich eine der neuesten Strecken im Formel-1-Kalender befindet. Die Rede ist von Jeddah, Schauplatz des hoffentlich spannenden Grand Prix von Saudi-Arabien. Hier haben wir eine interessante Strecke, den jüngsten Neuzugang auf dem Formel-1-Kalender und wie die meisten Straßenkurse mit Sicherheit eine schöne technische Herausforderung für die Fahrer. Die müssen sich mit ein paar sehr anspruchsvollen Kurven auseinandersetzen und dabei wegen der Hitze auch noch sorgsam mit ihren Reifen umgehen. Stefan Römer ist heute wieder bei mir in der Kommentatorenbox. Sei gegrüßt, Stefan. Ich bin neugierig. Als jemand, der selbst Streckenerfahrung hat, wie kommt man mit der Nervosität zurecht, wenn man seine Startposition einnimmt? Ich denke mal, Sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn Sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Ritter startet aus der Pole Position und daneben steht Charles Leclerc. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Bottas, Perez, Daniel Ricciardo und Norris, Verstappen, er hat eine Gridstrafe erhalten, Rosberg, Vettel und Carlos Sainz, Stroll, Ocon. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Antonio Giovinazzi und Hamilton. Mazepin, Fernando Alonso, er hat eine Gridstrafe erhalten. Yuki Tsunoda und Pierre Gasly. Zhou, Latifi, Russell und Mick Schumacher. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute hier triumphieren wird.
between yourself and the car behind. This lap of the race so far. Teammate by 13.4 seconds. They're on old softs. They're in fifth. The time last lap was a 1 minute 27.7. They're in 20th, they're on old softs. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1:26.6.
approaching the pit window, you'll be on the mediums. You should be feeling the effects of some tire wear soon, so stay on your toes. Stop to go, one stop left in this strategy. P7 now. P7. Bottas is ahead of you. Gap to car in front is 7.1 seconds. They're on old softs. Norris behind. Okay, the gap behind is 17.5 seconds. They're on old softs. Okay, gap to leader, 12.5 seconds. We're trailing our teammate by 9.5 seconds.
We're approaching the pit window. You'll be on the softs. Behind is 11.5 seconds. Box, we're coming in this lap.
Exit, exit now. That was our last stop. No more scheduled pit stops. Safety car due to multiple cars being stopped on track. Mind your Delta. Thank you.
Gasly in P3. Leclerc is ahead of you. Less than a second separate you. They're on old mediums. Bottas behind. The gap is less than a second. They're on fresh mediums. Pit strategy complete. See these tyres through to the end now. 6 laps to go. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car, in this lap. Brilliant. Nice move.
This is your final lap of the race. Absolutely awesome. Just amazing. Well done. Thank you. Eine fast fehlerfreie Darbietung war das hier und ein eindrucksvoller Sieg. Was denkst du, Stefan, was Ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Hier kommen die drei Bestplatzierten, die sich zur Siegerehrung begeben. Dies kann man einfach nur als einen fantastischen Tag für die Formel 1 bezeichnen. Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Also Stefan, wer ist für dich der Fahrer des Tages? Ohne Frage Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Die Führenden vergrößern ihren Vorsprung an der Tabellenspitze. Und gute Arbeit von Aston Martin an diesem Wochenende. Sie machen einen weiteren Satz nach vorn. Es war ein absolut wildes Wochenende in der Formel 1. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Aus unserer Perspektive war das ein aufregendes Rennen. Wie war es aus Ihrer Sicht? Würden Sie sagen, dass Ihr Rivale immer noch auf Ihrem Niveau fährt? Derzeit wird viel über dieses Team geredet. Was denken Sie darüber? Boah. Klasse, das war dann alles.